Und damit ein herzliches Willkommen zum heutigen Video. Kein iPhone, was hat es damit auf sich? Der ein oder andere hat wahrscheinlich die Überschrift schon entnommen. Ein netter User, genauer gesagt, heißt sein Kanal Your Montage FX. Ich kann euch das gerne auch mal unten verlinken. Ja, hat mich neulich angeschrieben und gesagt: Hey Brennerchen, ich habe dir einen Jahresrückblick gemacht. Ich hatte kurzzeitig selber überlegt, einen zu machen. Bin dann ehrlich, ja, ich bin einfach zeitlich über die Jahre nicht dazugekommen und habe mir gedacht, ja. Komm, schaue ich mir mal an und muss sagen, ich war vom Ergebnis wirklich sehr, sehr angetan. Es entspricht zwar insgesamt nicht so meinem Stil, also wenn ich das Video gemacht hätte, hätte es ein bisschen anders ausgeschaut. Aber überzeugt euch einfach mal selber, ich fand es doch so cool, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte. Und ja, schaut es gerne mal an und ich finde, richtig gute Arbeit hat er da geleistet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch da gerne einen Daumen hoch da und morgen natürlich ganz normal sehen wir uns zu einem ganz normalen Clash of Clans Video wieder. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Montage, mit dem Jahresrückblick aus 2014. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen. Ich wünsche euch allen ein richtig, richtig gutes und erfolgreiches Jahr 2014. Im Magier sieht man wirklich eine sehr, sehr starke Einheit. Die machen einen unglaublichen Schaden, halten halt leider nicht. Dann können wir gleich schon mal das Rathaus holen, dass wir da auf alle Fälle, sage ich mal, was erreichen. Was jetzt ein bisschen schade war, wo ich auch wenig Einfluss drauf hatte, war einfach, dass die Heiler eben sofort zu dem Objekt geflogen sind, das Schaden bekommt. Heiler haben wir leider keinen mehr. Das heißt, wir haben wirklich nur noch die Valkyren, die sich jetzt hier durchgebahnt haben und zusammen einen wahnsinnigen Flächenschaden machen. Haben Wutzauber noch ohne Ende, die wir hier überall platzieren. Und die Magier reißen hier auch noch einiges. Und gerade da hier die Verteidigungseinheiten jetzt nicht so super stark waren, haben sich die Schweinereiter da doch recht easy durchgekämpft. Da kommt jetzt der erste Riese, der zweite Riese. Die erarbeiten sich wirklich, es wird von außen nach innen systematisch platt gemacht. Machen unsere Magier außenrum, die Clanburg und unsere zwei Helden gleich hinterher. So, meine Freunde, es ist soweit! Ja, bitte, Josip. Yeah! Und da nochmal zwei Mauerbrecher. Behalten die Golems sind da hinten schon weg. Oh, Verbindung verloren. Ich werde verrückt. Ich habe einen 3-Star. Ob der dann selber weiter simuliert hat. Jungs, die schauen jetzt auch. Und damit ein herzliches Willkommen zum heutigen Video. Ihr habt es eben schon benommen. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich wollte dieses Video in erster Linie einfach dazu nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Ich erinnere mich noch gut Anfang des Jahres, so bis März, April, Mai. Ja, um das, ich wollte einfach ein kurzes Resümee ziehen über das letzte Jahr, was so passiert ist und mich eben dabei an euch ein bisschen richten. Ihr wisst ja jetzt, aktuell kommen viele andere Videos, es kommen nicht nur Clash of Clans, es kommt FIFA,
es kommt Assassin's Creed, es kommt Wayne Glory und ich möchte einfach, ja, dass für jeden was dabei ist. Viele abonnieren meinen Channel, vielleicht wegen Clash of Clans, andere wegen FIFA. Vielleicht gibt es auch Leute, die alles anschauen, was mich natürlich auch freut. Und wie auch immer, weswegen ich gesagt habe, ich möchte die Twitch-Geschichte wirklich beibehalten und ja, bin da auch aktuell so fleißig am Streamen wie noch nie, weil es mir einfach richtig, richtig viel Spaß macht und ich merke auch, dass bei euch das gut ankommt, also wer da auch mal Bock hat dabei zu sein und bisher vielleicht noch nicht dabei war, gerne mal auf Twitch Brennerchen Blaze abchecken. An dieser Stelle wünsche ich euch allen einfach einen wunderschönen Abend, einen guten Rutsch ins neue Jahr, genießt es wahrscheinlich mit Freunden oder Familie, knallt ein bisschen und ich hoffe natürlich und gehe davon aus, dass wir ins Jahr 2015 genauso weiter starten werden mit vielen neuen coolen Projekten, viel Clash of Clans, viel FIFA, viel andere coole Spiele, sodass da wirklich für jeden was dabei ist und an der Stelle wirklich nochmal ein großes, großes Dankeschön für euren Support des Jahr 2014 mit Höhen und Tiefen. Ich wollte es einfach mal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Und an der Stelle einfach genießt den Abend, einen guten Rutsch, ohne zu viel Rutschen ins neue Jahr. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.